sind wir wieder, eure frechen Mädchen. Kathi, Hannah und ich, Mila. Nachdem über 1 Million von euch den ersten Teil im Kino gesehen haben, sollt ihr endlich erfahren, wie es weitergeht. Das ist so ein Sag mal, sieht man, dass ich geheult habe? Geht. Mit Freche Mädchen 2. So, unsere gute Frau Kleine ist krank. Ich habe die Vertretung. Und wenn jetzt bitte auch die Allerletzten den Bus besteigen würden. Scheiße. Diesmal geht es auf Klassenfahrt. Da können wir endlich mal alle Probleme zu Hause lassen. Dachten wir zumindest. Das ist sozusagen Scheißhäusl. Wie eklig. Und wo duschen wir? Jetzt duschen wir, dann nimmst du den Schlaf, oder? Boah, krass. Was für ein Assi. Hier waren wir nun. Am Arsch der Welt. Der Willkür von 2 verrückten Lehrern ausgesetzt. Herrschaft, und jetzt zack ich. Zack, zack, zack. Die Berge warten nicht. Sag mir, spürst du auch diese... Alles okay bei dir? Ich liebe die Berge. Auch hier dreht sich alles um Liebe und Jungs. Und jetzt gehen die Probleme erst richtig los. Markus würde nie was mit Vanessa anfangen. Sei doch nicht so eifersüchtig. Ich bin nie eifersüchtig, okay? Was machen Sie hier? Wir haben eine sehr komplexe und geplante Vorratshaltung. Jedes dieser Eier ist abgezählt. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie unsere Eier zählen. Raus! Du verlässt mich doch sowieso irgendwann. Genau. Das ist eine Katastrophe. Aufs Klo. Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Was? Ihr habt beide so tolle Freunde. Hört endlich auf zu streiten! Wenn du mit der befreundet bist, dann kannst du nicht mehr meine Freundin sein. Kennt mich mal. Beide. Ich sehe aus wie eine aufgeblasste Presswurst. Ganz schön zugenommen, Pummelchen. Wieder bist du da drin? Mach auf! Freche Mädchen 2. Nach der Buchreihe Freche Mädchen, freche Bücher. Ich komme nicht raus. Demnächst im Kino.